Hallo, herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Rocket League zusammen mit der Erdbeertante. Und wir spielen hier heute mal zwei Runden Rocket League und die Erdbeertante sucht auch schon nach einem Spiel. Und ich hoffe mal, dass wir glorreich, siegreich vom Spielfeld flüchten werden können. Flüchten? Ja, ja, flüchten, natürlich flüchten. Aber wenn wir doch und gewinnreich, warum sollten wir dann flüchten? Gewinnreich? Glorreich und gewinnhaft. Naja. Und er springt vorbei und er trifft und trifft mich. Und Tanti sagt wieder nichts, dass er angeflogen kommt. Hier bin ich. Juhu, da hat er auch nichts gesagt. Ich überlasse dir den Ball. Ja, das ist nett. Dann versuche ich es jetzt. Ja, bitte. Hast du noch mal eine Chance? Ja, ich komme! Ich bin extra dran vorbeigefahren für dich. Wo ich mir auch vielleicht hätte reinmachen können. Ich versuche. Warte, jetzt noch mal, warte. Juhu! Ich hätte ihn auch gehabt. Ich habe aber gesagt, ich versuche es jetzt. Ja, du hast ja daneben geböllert. Achso, nee, ich dachte, das gilt jetzt erst für den da. Das ist ja schon mal ein guter Auftakt, würde ich sagen. Erstens für die Folge, zweitens für die Runde. Schade das eigentlich. Das ist meiner. Ich habe deinen Namen darauf nicht gesehen. Weiß. War auch nur temporär. Da muss man dann nicht den Namen draufschreiben, wenn das nur temporär ist. Ich versuche ihn. Ja, bitte. Ist sehr schön. Und keine Vorlage? Was soll das denn? Weil der Typ da nochmal war. Achso, das hat eh den Glück gehabt. Krüppelig, ich den getroffen habe. Ist doch egal, ob der ist drin. Du fährst. Ich auch so. Ich mach das gerne. Ja, ich mach das egal. Was, du machst das illegal? Oder egal? Oder egal, habe ich gesagt. So. Ja, Entschuldigung, mit Ohren. Da wusste ich, das ist normal bei Frauen, die hören einem nie richtig zu. Manchmal unabsichtlich und manchmal absichtlich. Nee, das ist in der Natur der Frau so. Wundervoll, ich versuche es. Ich hänge hier am Tor fest. Gehe in unser Tor. In deren Tor. Nee, in unser Tor gehe ich. Nee, ich war bei denen im Tor. Und ich bin... Oh, der hat auch Geschenke! Wie sie sich immer ein Ast freut, wenn da irgendeine komische Torexplosion ist. Und was mir aufgefallen ist, diese komischen Lichterketten, die da rauskommen. Die sehen aus wie bei so einer Medusa auf dem Kopf, diese Schlangen. Du hast Medusa aber schon mal gesehen, oder? Ich finde, das erinnert mich daran. Das müsstest du eigentlich... Ich hoffe, du bist da. Na. Warte. Oh, ich muss ja O sagen. Oh. Ich dachte, wir würden gewinnen. Es sah doch so gut aus. Ein B zu 0 waren wir. Und jetzt? Oh. Egal, wir versuchen es nochmal, okay? Zählte das als Versuch? Eigentlich schon. Ich kann ja eine Ausrede nehmen, die sehr viele Spieler nehmen. Das hat gerade geleckt. Ich kann das ja wenigstens sagen. Ich habe ja wirklich schlechtes Internet. Man sieht es ja auch dann in meinem Video. Ich habe auch. Reise. Ach, da soll dann da hinkommen. So. Aua! Seh nichts, qualm wie ich hier. Eine Möglichkeit. One choice. Hat mich zerstört. Ich krieg's so zurück, Junge. Mann, leck's mir doch am Arsch, Marie. Was für eine Kraftwörter. Wollen wir jetzt nochmal Töre machen? Ja, bitte darum. Na, dann müssen wir ein bisschen aggressiver spielen. Okay. Aber nicht gegenüber mir.
Deiner, meiner, unser? Meiner. Unser? Deiner! Jungs, was wollt ihr denn jetzt? Make a goal. Please make a goal. I want that you make this. Ich hoffe, du bist im Tor. Es kann doch nicht sein, dass sie jetzt in Führung liegen. Wir lagen 2-0 vorne. Ich sag da nichts mehr zu. Das ist total unfair. Ich möchte doch nur meinen Goldrang behalten. Beziehungsweise meine Goldbelohnung einfach nur haben. Weil ist die Saison eigentlich zu Ende, weißt du das? Nö. Aber irgendwann kommt ein Update, dann wird gesagt, die Saison ist vorbei und dann kriegt man seine Belohnung. Naja, das ist mir klar, aber es ist die Frage, wann das ist, ne? Uchala. Ich glaube immer so ein Quartal oder ein halbes Jahr, ich weiß es nicht genau. Oh Mann, das ist voll kacke! Das regt mich gerade voll auf, wir lagen so gut in Führung und das kann nicht sein, als wenn die jetzt einfach ihre Cheatbots auf einmal angemacht hätten und jetzt auf einmal richtig gut spielen. Die haben bestimmt Cheatbots angemacht, ich weiß es genau. Guck, 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 das sieht doch schon wieder so nach Cheatbot aus. Guck dir den an. Kann doch nur. Oh, der rammt mich! Das ist der Typ, der mich schon zerstört hat, ey. Der kriegt nochmal immer richtig Ärger. Sag's dir. Den gleich melden. Wenn er mich weiter irgendwie ärgert. Möchte nicht geärgert werden. Alter! Dieser Typ, ne? Der ist ja schon ein bisschen nervig. Was sagst du dazu? Ja, ja, ja. Der war gerade eben noch so richtig schlecht und jetzt spielt er auf einmal, als wenn er auf einmal übelster Premium-Spieler wäre. Den Server gehostet hat und seine Admin-Hacks anhat. Da, siehst du, dass er die anhat? Siehst du das? Ja. Ich auch. Das ist voll die Kackrunde. Ich bin voll enttäuscht. Die Runde mag ich gar nicht gern. Der cheatet doch garantiert, der Typ. So. Voll geil. So. Protest. Ich habe eine Mütze. Wow, ich habe auch eine Mütze. Stell dir vor. Ich habe ein Geschenk bekommen. Ich habe auch mal eine Mütze geschenkt bekommen. Oder meinst du jetzt im Spiel? Egal. Was wir gesagt haben. In diesem Spiel kannst du übrigens nicht cheaten. Ja. Was auch ganz gut so ist. So eine Mütze. Hast du schon mal so eine? OMG. Wow. Ja, hatte ich auch schon gehabt. Aber ich möchte wieder meine Erdbeere haben. Das ist aber so eine Heinis-Doof-Mütze. Das ist nicht gut. Was für eine Mütze? Heinis-Doof-Mütze. Oh. Ja, einige sehr, die sich sehr, sehr komisch auf den Kopf setzen, sage ich mal. Und das sieht halt einfach nur aus, als wenn die, weiß ich, IQ von minus 5 haben oder so. Ach so. Meistens sprechen die Menschen dann aber auch so. Meinst du? Nein, leider weiß ich das, weil ich da einige schon sprechen gehabt hören, wenn man solche Leute sieht und man die sich, wenn die sich unterhalten, dann, naja. Oh, ich war heute einkaufen, ne? Und lass mich raten, hast du was gekauft? Nee, und dann waren da so, keine Ahnung, so kleine Bengel, vielleicht so. Sag mal, so zartes Alter von 5 oder 14 oder na, 15 so circa. Sehr gut gemacht. Und die, das waren richtig coole Jungs. Sie haben mit ihr, einer hatte Motorroller-Dings da gehabt, die anderen hatten Fahrräder und die haben da so richtig coole Tricks auf dem Einkaufsparkplatz gemacht und das waren richtig coole Jungs. Und haben dabei richtig laut so richtige Kack-Musik gehört. Und dann haben sie, so laut irgendwie irgendwelche Beleidigungen gesagt. Gegen irgendwelche Omis.
Und. Uhuhuhu. Das waren schon richtig coole Jungs, das wollte ich nur mal eben so sagen. Das waren die richtigen Checker vom Ghetto. Das sind die Checker ohne Trecker, oder was? Genau die. Und der macht jetzt ein Eigentor, würde ich sagen. Du hast mich geärgert, weil du hast mich gerammt. Ja, das waren halt die Checker-Jungs. Die hatten auch solche Mützen auf. Das war jetzt eigentlich das, was ich erzählen wollte. Und das war das, was ich nicht sehen wollte. Hättest die Augen zumachen müssen. Nee, ich meine ja nicht, dass alle Leute, die eine Baseballkappe tragen, dazugehören. Ich meine nur die wunderlich auf dem Kopf tragen. Also eigentlich gar nicht, sondern nur so leicht eben aufgehaucht. Weißt du, das ist, weiß ich nicht. Aufgehaucht? Aufgehaucht, dass sie gerade so auf dem Kopf sitzt. Ja, weiß ich, wie man das nennen soll. Das Wort des Jahres 2018 von Matrix Pro, leicht aufgehaucht. Sieht auf alle Fälle ziemlich assig aus. Ja, da hast du schon längst mal machen müssen, ich. Ja, wie denn, wenn du mir im Weg liegst? Ich sage ich und du fährst trotzdem. Ja, weil ich da schon stehe, was soll ich machen? Kein Team, Merk. Und das auch nicht. Was ich sagen wollte, war... Aufgehaupt ist das neue Jahr, das neue Wort des Jahres. Ja, ja. Aufgehaupt. Das war doch mal ein solides Tor, würde ich sagen. Bisschen, ne? Durch die Mitte zwischen den beiden Gegnern hindurch. Mit der Bande. Boris. Boris? Der Bande des Tores, ja. Ah, Tores, ich hab Boris verstanden. Hab ihn für dich hochgespielt. Hui. Er ist doch schon passt gut. Schade. Kriegen wir noch hin, würde ich sagen. Schade. Hol ihn dir! Sehr gut. Es ist ein Wahnsinnsspiel, ein Spiel des Jahrtausends. Oder zumindest Jahrzehnts oder Tages. Spiel des Tages. Oder der Stunde. Uns ja nicht übertragen. Und das jetzt. Ich bin gesprungen, aber einfach an der Wand kleben geblieben. Habe ich gesehen. Wo ich sogar den Sprungsound gehört habe. Sehr schön. Meiner? Der mich hier abzudrängen, der Kleine. Oh Mist. Ha! Paradadiert habe ich den. Sehen. Yeah. Immerhin liegen wir nicht hinten. Wir liegen aber auch nicht vorne. Ja, immerhin nicht hinten. Das ist schon mal... eine gute Sache. Neutral. Sweet, jetzt liegen wir hin. Ja.
Ich glaube, jetzt werde ich gleich meinen Goldrang verlieren, weil ich war nur noch Gold 1, Liga 1. Ja, Gold wird man immer wieder. Nee, glaube ich nicht. Wird das erste. Das ist genau, das ist genauso wie die Anfangszeit von Bronze auf Silber. Ja. Das dauert am Anfang auch ewig, also zumindest bei mir hat das ewig gedauert. Ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Guckt ihr auch unsere Videos an, unsere ersten. Haben wir da nicht schon Silber? Fuck. Ich bin heute einfach nicht in Form dafür. Ah, immerhin haben sie nicht noch einen Talk gemacht. Schein gehabt. Da ist wirklich gleich abgestiegen. Du meinst, man hört irgendeinen Sound? Ja, so ein Büdüm. Nö, ich bin immer noch Gold 1. Mhm. Guck mal, das sind voll die niedrigen Ränge und die spielen so gut, das ist doch. Da ist ein Skandal. Alarm. Warum sind das niedrige Ränge? Als wenn man mit Gold 1 jetzt irgendwas Besonderes wäre oder so. Es ist höher als Silber 3. Oh, es ist höher als Silber 3. Also, aber das hat. Damit würde ich sagen, wir haben unsere zwei Spiele wieder beendet für diese. Welches Datum ist heute eigentlich? Keine Ahnung. Wir haben. Januar zumindest noch. Nee, wir haben den 29. Januar. Doch noch Januar? 29. Januar. Ich bin mir relativ sicher, dass der 29. Januar heute ist. Wenn es nicht so ist, dann tut es mir leid. Wenn es euch gefallen hat, lasst es uns wie immer wissen. Matrix Pro findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Und von meiner Seite aus war es das. Und ich würde sagen, wir sehen uns in einem anderen Video. Ja, ich danke auch fürs Zuschauen. War diesmal ein bisschen chaotischer als sonst. Ich meine, nee, gar nicht wahr. Es ist immer gleich chaotisch. Und wenn ihr Spaß gehabt, dann freut mich das. Und wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Bye, bye.